für ein Chaos. Das macht's nicht leichter, das Haus zu verkaufen. Ja, das haben wir unserem Versagervater zu verdanken. Also anscheinend ist die Leiter weg. Aber was ist mit dem Hebel? Ist der noch irgendwo hier? Was glaubst du, ist da oben? Keine Ahnung. Ich möchte lieber nicht raten. Ich hab mir schon das Schlimmste ausgemalt. Wir müssen das nicht tun. Vielleicht gefällt uns nicht, was wir finden. Wann hat uns das je aufgehalten? Der Hebel sollte dahinter sein. Ah, hier ist er. Sie öffnet sich. Die Geheimnishüterin bewahrt die größten Geheimnisse immer in den Wolken auf. Ja, komm. Oh, so hoch kann ich nicht springen. Hebst du mich hoch? Deine ekligen Schuhe fasse ich bestimmt nicht an. Wir suchen eine Leiter. Kannst du was sehen? Nö, nichts. Ah, da ist Licht. Heilige Scheiße. Das hat mich gleich ein paar Jahre altern lassen. Wow. Das ist ihre Geschichte. Guck, sie hat was hinterlassen. Es hat ein Kombinationsschloss mit Buchstaben. Glaubst du, sie hat den Code hier irgendwo versteckt? Wie ich Marianne kenne? Wahrscheinlich. Und? Bist du bereit? Ja. Fangen wir hier an. Anscheinend tut sich da nichts. Vielleicht ist es kaputt. Oder das war nicht die richtige Reihenfolge. Wir müssen erst die anderen lösen. Erkennst du das? Ja, wie in der Geschichte, in der die Kobolde den wilden Jäger austricksen. Sieht so aus, aber es ist anders, oder? Sieh mal im Buch nach.
Es bewegt sich. Oh, manche von diesen Teilen sind Knöpfe. Hier ist das. Warum hat sie das Bild wohl geändert? Ich weiß nicht. Vielleicht als Botschaft, damit uns diese Unterschiede irgendwas sagen? Etwas über mich. Okay, finde die Unterschiede. Warum hat sie wohl das Schloss im Hintergrund hinzugefügt? Siehst du die Farbe der Flagge? Das könnte zur Goldenen Fürstin gehören. Sieht aus, als würde die Prinzessin davor fliehen. Also ist Marianne von zu Hause weggelaufen. Und kommt aus einer reichen Familie? Die Prinzessin flieht vor dem wilden Jäger. Den laut der Geschichte die Goldene Fürstin geschickt hatte. Glaubst du, dass die Goldene Fürstin Marianne's Mutter war? Ich meine, sie sagte immer, dass sie ans Ende der Welt gezogen war, um ihrer Familie zu entkommen. Oh. Ja, du hast recht. Sie ist weggelaufen. Genau wie die Prinzessin hier. Keine Kobolde. Ja, im Original haben die Kobolde die Prinzessin vor dem wilden Jäger gerettet. Dann haben wir Marianne für etwas gerettet? Nur nicht in dieser Version? Der wilde Jäger hat hier noch zwei Hände. Also war das entweder bevor die Goldene Fürstin ihm die Hand abschnitt. Das ist das. Wow. Was ist da drin? Bilder, Briefe. Hast du die je zu Gesicht bekommen? Alle Bilder, die ich von Marianne kenne, sind die, die an der Wand hängen. Kann dieser Typ nicht Klartext sprechen? Wusstest du, dass sie Maschinenbau studiert hat? Nein, aber sieht aus, als sei sie zu bildende Kunst gewechselt. Ich glaube nicht, dass sie wirklich gewechselt ist. Der Antrag ist nicht unterschrieben und er ist zerknittert, als wollte ihn jemand wegschmeißen. Wow, ich glaube, ich habe sie noch nie so jung auf einem Bild gesehen. Ich glaube, das im Hintergrund ist ihre Mutter. Oh, armes Ding. Warum bewahrt sie hier eine alte Zeichnung eines Haustiers auf? Kaum zu glauben, dass sie Ballett gemacht hat. Marianne. Und gut war sie auch noch. Gott, das passt ja gar nicht zu ihr. Die Goldene Fürstin. Das war eindeutig ihre Mutter. Also kommt Marianne aus einem reichen Elternhaus? Scheint so. Wäre nett gewesen, etwas davon abzubekommen. Glaubst du, der Typ bei ihr ist Brent? Der aus dem Brief? Ich denke mal, ja. Tyler, siehst du das Licht? Wir müssen das wohl als nächstes lösen. Da ist die Fürstin wieder. Sie ist überall. Eine Figur der Goldenen Fürstin war doch in dem Stapel beim Bild vom wilden Jäger. Ja. Vielleicht hängt das also alles mit dem zusammen, was wir dort gefunden haben. Hey, ich kann das Teil neben der Goldenen Fürstin bewegen. All diese Bilder, sie sehen aus wie Bilder aus Mariannes Leben vor Dallas, nicht wahr? Also, einige davon jedenfalls. Vielleicht geht es darum. Die Prinzessin beim Tanzen, Geige spielen und Wolle spinnen. Scheint, als hätte sie diese Dinge zum Spaß gemacht. Siehst du, wie unglücklich sie auf allen Bildern aussieht? Ich glaube nicht, dass sie Spaß hatte. Die kluge Prinzessin versucht anscheinend wegzurennen. Und die Goldene Fürstin beobachtet sie. Was macht die Goldene Fürstin? War es das? Es öffnet sich. Was diesmal drin ist? Wow, sie hat für einen Uhrmacher in Juno gearbeitet, bevor sie nach Dallas kam.
Kein Wunder, dass sie so geschickt war. Oh, so hat sie also das Haus gefunden. Ist das Carol? Ja, und Sam. Sieh mal, er ist so jung und glücklich. Salmonberry Park. Ist das eine Art Kommune? Sieht so aus. Echt schräg, dass sie in einer solchen Gemeinschaft gelebt hat. Mit, naja, anderen Menschen. Das Komischste ist, dass sie anscheinend alle geliebt haben. Wo war diese beliebte Mary Ann, als sich die ganze Stadt gegen uns gewandt hat? Ihr Vater... Was zum... Mary Ann war 1992 schwanger, schon bevor sie herkam. Vor uns. Haben wir da draußen ein verschollenes Geschwisterkind? Möglich, aber... Wer weiß, vielleicht gab sie es weg oder erlitt eine Fehlgeburt. Ja, du hast recht. Ob wir ihren Vater ausfindig machen können? Du meinst den Großvater, von dem sie nie erzählt hat? Ich glaube, das will ich nicht. Findest du es nicht toll, eine größere Familie zu haben? Du hast den Brief gelesen. Ich denke, wir sind ohne sie besser dran. Na schön, suchen wir weiter. Das ist gerade aufgeleuchtet, also schätze ich, wir sollen es als nächstes versuchen. Was ist das? Eine Art Karte? Das ist das Haus der Prinzessin. Das ist das Schloss der Goldenen Fürstin. Was ist das Pflanzending da oben? Ah, das sind ganz klar Lachsbärenblüten. Hey, der Abschluss in Freiluftstudien macht sich bezahlt. Das ist das Haus der Prinzessin. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Eine Art Uhr? Das ist das Schloss der Gold... Verdammt. Warum tut sich nichts? Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Was ist das Pflanzending da oben? Ah, das sind ganz klar Lachsbärenblüten. Hey, der Abschluss in Freiluftstudien macht sich bezahlt. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame. Was ist das Pflanzending da oben? Eine Art Uhr? Das ist das Schloss der Goldenen Fürstin. Das ist das Haus der Prinzessin. Komm schon!
Das ist das Schloss der Goldenen Fürstin. Eine Art Uhr? Das ist das Schloss der Goldenen Fürstin. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Das ist das Haus der Prinzessin. Was ist das? Komm schon. Das ist das Haus der Prinzessin. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Was ist das? Komm schon. Eine Art Uhr? Das ist das Haus der Prinzessin. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Was ist das Pflanzending da oben? Das ist das Schloss der Gold... Komm schon. Ziemlich sicher, dass alles im Stapel datiert war. Warum schauen wir nicht nochmal nach? Das ist das Schloss der Goldenen Fürstin. Was ist das Pflanzending da oben? Ah, das sind ganz klar Lachsbeerenblüten. Eine Art Uhr? Das ist das Haus der Prinzessin. Das scheint ein Abendessen mit dem alten Bären und der steinalten Biberdame zu sein. Ja. Was ist da drin? Noch ein Brief? Der Verlust der Prinzessin. Ist das aus dem Buch der Kobolde? Nicht, dass ich wüsste. Naja, es sieht jedenfalls so aus. Und auf diese Weise verlor die Prinzessin ihren kostbarsten Schatz. Und ihren Titel. Diese Geschichte las sie uns in der Nacht vor. Gott, jetzt ergibt es Sinn. Ja, sie wurde schwanger. Und ist geflohen, um ein neues Leben zu beginnen. Dann kam sie nach Dallas Crossing, wo sie endlich glücklich war. Aber dann starb das Baby. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie sich gefühlt hat. Sie ließ alles hinter sich, baute ein neues Leben auf. Dann war er plötzlich weg. Ich denke, uns zu haben hat ihr geholfen. Aber als es so aussah, als ob wir ihr weggenommen werden, drehte sie durch. Sie wollte kein Kind mehr verlieren. Es war nichts, was wir getan haben.
Ich weiß nicht, was ich mit diesem Wissen anfangen soll. Ich auch nicht. Aber ich wollte einfach nur verstehen, was mit ihr passiert ist. Und das tue ich jetzt. Ja. Wir wissen noch nicht, was in der Truhe ist. Okay, also, wie öffnen wir sie? Die Prinzessin hat ihren kostbarsten Schatz verloren. Darum ist all das passiert. Ich blick einfach nicht durch. Der räudige Bisam kann seinen Fels zurückhaben. Zurück in deinen Teich. Du kommst dahin, stattlicher Elch. Die goldene Fürstin bleibt in ihrem Schloss gefangen. Die Mondhexe muss in ihrem See gefangen sein. Die listigen Kobolde kommen hierhin. Das ist der Platz der frommen Pelikandame. Warum sind die Bilder vom Buch der Kobolde hier? Ich weiß nicht. Okay, klingt einfach. Volltreffer. Wow. Wurde es gerade dunkler hier drin? Ali, sie hat es gemerkt. Ich war ihr Sohn. Warum hat sie ein Foto von diesem Baum versteckt? Ist das? Theo Ronan. Warum hat sie nie von ihm erzählt? Warum hat sie alles verheimlicht? Naja, weil es total schrecklich ist. Darum. Ali, meinst du, es war richtig, das zu öffnen? War es. Es ist besser, wenn wir Bescheid wissen, auch wenn es schwierig ist. Und es gibt noch was, das wir sehen müssen. Bist du sicher? Ja. Komm schon, gehen wir zum Pier. Bringen wir es hinter uns. Ich wünschte, sie hätte uns all das einfach erklärt. Hey, jetzt da wir mit den wichtigen Eine Sachen Babydecke? Durch sind, können wir es vielleicht hiermit versuchen? Die Ausbesserungsliste der steinalten Biberdame. Das ist die Geschichte, in der ein Sturm das Haus der Prinzessin beschädigt und die Tiere helfen, es zu reparieren. Ja, wie haben sie es nochmal repariert? Sie hat die Dachschindeln repariert. Sie hat die Bretter repariert, die der Sturm rausriss. Sie hat den Pfahl mit ihrem... Okay! Verdammt. Das muss hart gewesen sein für Eddie. Ja, er spricht wirklich nicht gern über sie.
Die guten Taten der listigen Kobolde. Na klar. Die Kobolde halfen den Geschöpfen im Wald, weil sie der Pelikandame was schuldig waren. Und was haben sie getan? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr. Sie haben einen Dorn aus dem Rücken der Froschdame gezogen. Sie haben den Bienenstock für den Bären aufgebrochen. Sie umarmten die Prinzessin, als sie weinte. Sie halfen, den Biberdamm zu reparieren. Sie mussten dem Bisam Nüsse geben. Sie haben dem stattlichen Elch den Rücken gekratzt. Nein, vielleicht doch nicht. Warte. Sie haben den Bienenstock für den Bären aufgebrochen. Warte. Sie haben einen Dorn aus dem Rücken der Froschdame gezogen. Warte. Sie haben einen Dorn aus dem Rücken der Froschdame gezogen. Oder doch nicht? Sie haben dem stattlichen Elch den Rücken gekratzt. Nein, vielleicht doch nicht. Oder nicht? Geschafft. Wie anders unsere Leben jetzt wären, hätten sie ihre Freundschaft nicht versaut.
Die Geschenke des alten Bern an die Prinzessin. Von der Ge Geschichte weiß ich gar nichts mehr. Was hat er ihr nochmal geschenkt? Warum schauen wir nicht im Buch nach? Ein frischer, blühtes Hasenglöckchen? Warte. Vielleicht ein paar Rosen? Warte. Ein frisch gefangener Lachs? Nein, vielleicht doch nicht. Etwas Honig? Ein frischer, blühtes Hasenglöckchen? Eine Handvoll reifer Beeren? Nein, vielleicht doch nicht. Haselnüsse. Vielleicht ein paar Rosen? Warte. Oder doch nicht? Ein frisch gefangener Lachs? Warte. Ein frischer, blühtes Hasenglöckchen? Yes! Mann, er hatte es schwer. Konnte einfach nicht loslassen. Die Beute der listigen Kobolde. Das ist aus Die Prinzessin und die zwei Diebe. Das hab ich doch gemalt. Und ich weiß, dass ich diesen Kuchen gemalt habe. Der wohl zweifellos das Beste an der Zeichnung ist. Na klar, Picasso. Dann weißt du bestimmt noch, was die Kobolde geklaut haben. Ich bin ziemlich sicher, dass sie Eier geklaut haben. Oder doch nicht? Vielleicht
Obst von der Prinzessin. Ich bin ziemlich sicher, dass sie Eier geklaut haben. Vielleicht Mehl für den Kuchen? Haben sie vielleicht Löffel geklaut? Haben sie nicht Kleidung von der Prinzessin genommen? Warte. Haben Sie Süßes geklaut? Oder nicht? Nein, vielleicht doch nicht. Oder doch nicht? Haben Sie vielleicht Löffel geklaut? Das ist es. Ich habe mich immer gefragt, wo das Bild geblieben ist. Sie meinte, es sei ihr Lieblingsbild. Und eines Tages war es einfach weg. Willst du wirklich gehen? Sicher, dass wir alles gesehen haben? So oder so. Ich bin bereit, das hier abzuschließen. Ich auch. Worauf warten wir? Ich will wissen, wer in dieser Nacht dort war. Versuchen wir uns zu erinnern, mit wem Marianne gestritten hat. Beinahe. Tom, Becky ist unser Vater? Natürlich. Natürlich ist er es. Tessa wusste es, nicht wahr? Ja, mit Sicherheit. Das wollte sie uns nicht erzählen. Gott, Mary Ann und Tom? Ich weiß. Was sollen wir jetzt tun? Wir rufen ihn her und fragen ihn, was wirklich los war. Und wenn er nicht will? Wir wissen Bescheid. Er muss. Tom, hier ist Allison. Wir müssen reden. Wir wissen, dass du es warst. Mich das machen. Ich kenne ihn besser. Naja, zumindest dachte ich das. Klar, wie du willst. Solange wir Antworten kriegen.
Kinder, hör zu. Du bist unser Vater. Ja. Du wusstest, wie schlecht wir es hier hatten. Wie wenig wir hatten. Du hast Marianne nicht geholfen. Meinst du das Geld, das sie wollte? Wir hatten auch nichts übrig. Der Winter war für alle hart. Und ihr werdet hier draußen verhungert, ohne das ganze kostenlose Essen von uns. Tu nicht so, als wärst du involviert. Das war alles Tessa. Das ist eine gemeine Unterstellung, junger Mann. Mag sein, dass es ursprünglich Tessas Idee gewesen ist. Aber ich habe sie unterstützt. Und eure Mutter war froh, von unseren Almosen zu leben. Du wolltest unsere Scheune niederbrennen und hast Tyler bewusstlos geschlagen. Ich wollte nie jemanden verletzen. Ihr solltet gar nicht zu Hause sein. Und trotzdem hast du nicht mal daran gedacht, zu helfen. Was wollt ihr hören? Ich bin in Panik geraten. Ich hatte Angst, dass mir diese ganze Sache um die Ohren fliegt. Ich musste handeln. Du warst damals hier. Du hast Marianne und Tyler gesehen. Warum hast du nicht geholfen? Ich weiß, das war nicht korrekt. Aber sie hat mein Leben bedroht. Also hast du beschlossen, sie ertrinken zu lassen? Ich habe gar nichts beschlossen. Es ging alles so schnell und ich bekam Panik. Und als ich in die Stadt zurückkam, war Brown bereits auf dem Weg. Ich konnte wirklich überhaupt nichts tun. Wir sagen ihm, dass er wieder in Ordnung bringen soll, was er angerichtet hat. Hey, hörst du mich? Ja, sorry. Ich muss mich gerade wirklich anstrengen, ihm nicht ins Gesicht zu schlagen. Es tut ihm nicht mal leid, was er getan hat. Er hätte dich umbringen können. Ja, aber er ist ein mieser Feigling. Denkt er echt, dass wir ihm glauben, dass er damals nichts anderes hätte tun können? Ich weiß nicht, Ellie. Ich will nicht darüber nachdenken. Du hast uns im Stich gelassen. Das musst du wieder richten. Ich mache, was immer ihr wollt. Solange nichts davon rauskommt. Wie bitte? Ihr wollt, dass ich für meine Fehler bezahle? Schön. Tessa darf das nicht erfahren. Auf keinen Fall. Tessa weiß es schon, Tom. Nein. Das ist unmöglich. Du begreifst es nicht. Der Grund für Tessas und Marianne's Zerwürfnis bist du. Ich... Aber sie... Sie hat nie was gesagt. Du solltest mit deiner Frau reden. Hättest du das getan, wären wir vielleicht nicht in dieser Situation. Und Marianne wäre vielleicht nicht tot. Ach bitte, gerade du solltest doch ganz genau wissen, wie schlecht es Marianne ging. Sie war völlig verwirrt. So etwas wäre früher oder später ohnehin passiert. Du wolltest nicht riskieren, da zu sein, wenn es passierte. Selbst wenn sie deshalb ihre Kinder hier draußen alleine aufziehen musste. Hättest du deinen Mann gestanden, wäre das alles nicht passiert. Ich hatte keine Wahl. Das hätte nie geschehen dürfen. Aber, naja, eure Mutter war eine wunderschöne Frau. Und sie ist so weit herumgekommen und hat so viel erlebt. Alles, was ich immer tun wollte. Ich wurde eingeholt. Die Liebe hat mich erwischt. Hör zu, ich habe Fehler gemacht. Aber das wird diesen Kreis hier nicht verlassen. Warum? Wir wissen's.
Und Tessa auch. Marianne ist tot. Es hat keinen Sinn, es zu verheimlichen. Er hat Angst, dass es seine Kampagne versaut. Irre ich mich? Scheiße, Tom. Ich habe euer Geheimnis jahrelang bewahrt. Ich will es nicht ausplaudern. Aber wenn es nicht anders geht... Was? Ja. Eure kleine Notwehrgeschichte. Ich habe nie jemandem erzählt, wie Marianne wirklich starb. In jener Nacht kam ich hierher, weil ich mir Sorgen um eure Mutter gemacht habe. Gezwungen. Ich wurde gezwungen. Warum hast du es getan? Es ist sein Schritt. Es ist sein Schritt. Nein! Niemals! Du bist ein scheiß Lügner! Ich sah, was ich sah. Du manipulierst uns, genau wie du sie manipuliert hast! Tyler! Du hörst doch nicht auf ihn, oder? Sei jetzt nicht dumm, Allison. Willst du wirklich, dass das rauskommt? Du hast hier viel mehr zu verlieren als er. Seine Weste wird wieder weiß, aber du... Du wirst zur Mörderin. Was würde dein Onkel sagen? Und Michael? Tja, es könnten sich alle von dir abkehren. Was? Sieh nicht an. Du weißt, ich habe recht. Tom, mach, dass du wegkommst. Tyler und ich müssen reden. Überlegt es euch genau. Ehe ihr irgendwelche Entscheidungen trefft. Ihr zieht da so viele Personen mit rein. Verpiss dich einfach, Mann! Und komm nie wieder! Ellie, alles okay? Du hast diesem Arsch doch nicht geglaubt, oder? Oder? Was, wenn er recht hat? Ich hatte so viele Albträume von dieser Nacht. Sie ähnelten alle Toms Geschichte. Und wenn ich mich erinnern will, sehe ich nur noch das.
Er will dich nur durcheinander bringen. Und du lässt es zu. Es steckt mehr dahinter. Seit wir damit angefangen haben, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass irgendwas nicht stimmt. Es stimmt etwas nicht, weil er es dir einredet. Lass ihn nicht damit durchkommen. Vielleicht ist es wahr. Wir bringen Sachen durcheinander. Unsere Erinnerungen an die Vergangenheit unterscheiden sich. Das sind nur Details. Das hier ist anders. Sie wollte mich umbringen. Ich bin mir nicht mehr so sicher, Tyler. Sie hat eine Waffe auf mich gerichtet. Mich verfolgt. Sie hat gesagt, dass sie mich umbringen wird. Sie bedrohte Tom mit denselben Worten. Mit derselben Waffe. Auf demselben Pier. Was du zu Eddie gesagt hast, kam wie ein Echo zu mir zurück. Könnte es nicht sein, dass das hier auch passiert ist? Ich denke schon. Fuck. Ich weiß es nicht. Und wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren, was? Denn sobald du etwas den Rücken kehrst, war's das. Ja. Ich glaube, in dem Fall musst du dich entscheiden, woran du glaubst. Ich? Ja, du musst damit klarkommen, Ellie. Das heißt, du musst dich entscheiden. Für die Version der Vergangenheit, die dir am schlüssigsten erscheint. Kein Wegrennen. Egal, was du wählst. Du musst damit leben, okay? Ich werde dich umbringen! Sich umbringen. Nur
nur sich selbst. Du hast sie dabei gestört und wir haben es missverstanden. Bist du sicher? Ja. Der Speicher, Tyler, der war für uns bestimmt. Das war ihre Art, uns zu erklären, was sie durchgemacht hat. Ich habe einen Fehler gemacht. Hey, hey, es ist okay. Ich bin da. Hey, guck, was ich unten gefunden habe. Was meinst du? Ist er gut gealtert oder bloß verdorben? Was geht gerade in dir vor? Ich höre sie ständig sagen, dass sie dir nichts tun will. Wieder und wieder. Wir waren Kinder. Wir hatten Angst. Wir waren auf so einen Scheiß nicht vorbereitet. Sie hat nur mit dir geredet. Und ich hab sie umgebracht. Hör auf. Ich will die Stimme nicht mehr nutzen. Nie mehr. Was? Bist du sicher? Weiß nicht. Aber ich will mich nicht mehr so fühlen. Und ich glaube, wir wären ohne sie besser dran. Heute Morgen hatte ich diese schrecklichen Visionen. Von dir und Marianne und Eddie. Vision? Wie unsere Erinnerung? Ja, aber anders. Meine schlimmsten Gedanken wurden zum Leben erweckt. Du warst in meinem Zimmer und sagtest, ich hätte dich im Stich gelassen. Eddie nannte mich eine Schlange. Es tut mir leid. Ich hätte für dich da sein sollen. Schon okay, ich bin schließlich gegangen. Es darf nur nicht wieder passieren. Ich glaube, das wird es nicht. Irgendetwas hat uns gedrängt, Antworten zu finden. Und jetzt haben wir sie. Vielleicht liege ich falsch. Und wenn es so schlimm bleiben sollte, können wir aufhören. Aber ich will wirklich behalten, was uns ausmacht. Der wilde Jäger war gezwungen, bei der Mondhexe unter dem See zu bleiben. Doch sie tötete ihn nicht. Denn selbst mit nur einer Hand war er ein überaus nützlicher Diener. Er wartete auf den Tag, an dem er den See verlassen Bruder und Schwester? Und Jagd auf die kluge Prinzessin machen würde, um sich seine linke Hand zurückzuverdienen. Immer. Und das war die Geschichte davon, wie die listigen Kobolde die kluge Prinzessin vor dem wilden Jäger bewahren.
Noch ein letzter Blick und wir können gehen. Hey, ich bin's. Hey, ich. Das Haus ist leer. Ich bin dann gleich hier raus. Also, letzte Chance. Soll ich noch irgendwas erledigen, solange ich hier bin? Hör mal, Tai, du bringst doch die Schlüssel zu Tina, oder? Ja, ich bring sie ihr auf dem Weg zur Fähre ins Büro. Tja, das war's dann wohl. Wie ist Juno? Groß und voller Leute. Selbst ohne Touristen. Michael schreibt gerade Regeln für die Wohnung. Wir müssen gegen sein Vollwertkostkonzept ankämpfen. Unterzeichne ja nichts, bevor ich da bin. Okay? Okay, aber beeil dich. Wenn es nach ihm geht, bleibt uns nur ein kleines Fach für Junkfood. Was? Das geht gar nicht. Nach meiner OP nächsten Monat brauche ich mindestens das Doppelte, nur für Süßkram. Absolut. Das geht so nicht. Wie geht's dir? Ziemlich gut. Wirklich gut. Dir? Auch. Weißt du, das Haus leer zu räumen hat mir echt geholfen. Danke für die Hilfe. Das Observatorium hat mich wirklich gebraucht. Und nach allem, was passiert ist, tut mir etwas Abstand zu Delos Crossing gerade sehr gut, denke ich. Keine Sorge. Läuft alles gut mit der Therapeutin? Gail, ja. War gerade dabei, meine Hausaufgaben zu machen und ein paar Briefe zu schreiben. Das hat mir echt etwas Durchblick verschafft. Das klingt super. Hast du den Artikel über Toms Wahlniederlage gesehen, den ich dir geschickt habe? Ach ja, ich habe deine Nachricht kurz vorm Derby-Training gesehen und hatte noch keine Zeit, ihn zu lesen. Aber ich musste schon über die Überschrift lachen. Stellst du dir manchmal Toms Gesicht vor, wenn du jemanden blockst? Nein, aber das ist eine super Idee. Wie auch immer. Ich bin froh, dass Tessa ihn verlassen hat. Karma's a bitch. Okay, ich muss jetzt auflegen. Bis heute Abend. Okay, ich gehe noch ein letztes Mal durch das Haus und dann ab zur Fähre. Gute Fahrt. Ich bin mir sicher, dass es in dem alten Allison-Mobil gar nicht anders geht. Hab dich lieb. Ich dich auch. Schade, dass Tessa ihr Café geschlossen hat. Dein neuer Laden ist nun wirklich kein Ersatz. Die hätte ich ihm wohl vorbeibringen sollen. Oder gleich zu Bernies. Tja, zumindest hat sie ihn in den Wind geschossen. Blöd gelaufen, Thomas Anthony Vecchi.
Mann, es ist schräg, es so leer zu sehen. Aber wenigstens ist es das letzte Mal. Hoffentlich macht der neue Besitzer was Anständiges daraus. Ciao, Besen. Mach's gut, Zimmer. Mach's gut, Mann im Mond. Für die Nachwelt. Nun, dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen. Hey, hallo Aaron. Hier ist Ty. Tyler Ronan. Ich dachte, ich versuche dich in deiner Pause abzufangen. Aber du hast in der Zwischenzeit wohl einen anderen Rebellen gefunden. Ich weiß, ich habe mich nicht mehr gemeldet, seit ich aus Fireweed weg bin. Ich wollte nur sagen, naja, du hattest recht wegen der Trauer, dass sie sich im Kreis dreht. Heute Morgen war ich draußen auf der Veranda und schaute in den Nebel. Und meine Mutter, sie stürzte einfach aus mir heraus. Aber es war okay. Die Erinnerung fühlte sich gut an. Wie auch immer, ruf mich zurück, wenn du mal Zeit hast. Wir sehen uns. Und danke.